also gerichtet darauf, dass man nicht einverstanden ist mit den Gegebenheiten in dieser Welt und dagegen aufbegehrt. Das finde ich gut. Graffiti in und um Frankfurt. Or can you stand to repeat the mistreatment that was left in the sands of time? What a crime. The only crime I committed was being born black, only to find my daddy lost his mind. And the devil sentenced him to death for a senseless crime. Crime, black man, black. So he left us. Now mommy fought at us. You black so-and-so this, you black so-and-so that. I don't know, maybe she lost her debate with Satan. So she decided to terminate a fate unto her unborn child. Unto us a son is given. Jackpot, lucky number seven. Out of the first nine born. Artige Wandbilder in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Ätzend, langweilig, out, finden die Schüler. Das Angebot der Stadt im Rahmen des Graffiti-Projekts, zusammen mit Sprühern, Mauern und Wände in Schulen neu zu gestalten, kommt wie bestellt. Die Schulleitung unterstützt das Experiment. Meine Vorstellung war, dass die Schüler Arbeitstechniken kennenlernen, dass eben nicht ein kunstvolles Werk von Fremdsprayern in der Schule entsteht, sondern dass ihr alle eingebunden seid. Erste Begegnung, Robin und Christian, die beiden Graffiti-Künstler, und Schüler der 9. Klasse. Insgesamt 16 Frankfurter Schulen nehmen am Graffiti-Projekt teil. Fragen an die Sprayer. Mir würden solche Sachen gar nicht einfallen. Ich weiß nicht, ich würde mich hinsetzen, vielleicht 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden, und dann wird mir vielleicht irgendwann mal so die Ansätze einfallen zu irgendeinem Bild oder so. Wo fällt euch sowas ein und wie? Wie? Ich weiß nicht, also... Das gibt's nicht, deswegen gibt es nicht so viele Sprühe. Also das kannst du aber auch immer beobachten. Das sind immer ganz bestimmte Leute von der Charakterreihe. Das sind irgendwie teils Verrückte, teils Überkreative, teils, weiß nicht, Weltverbesserer. Das ist echt quer durch die Bank. Aber alle sind sogar überkreativ. Also deswegen, das explodiert und die müssen es rauslassen. Deswegen gehen sie sprühen. Und wenn es auch illegal ist. Die wilde Protestkunst aus der Dose, von der Mauer an die Tafel. Graffiti pädagogisch zurechtgetrimmt. Wir müssen dann diese Outlines überhaupt den ganzen Buchstaben einkreisen oder überhaupt einschließen, dass man als Buchstaben überhaupt als solchen erkennt. Second Outlines werden eigentlich einen gewissen Abstand dazu gezogen. Übungsblätter und erste Entwürfe für das geplante Sprühprojekt. Korrekturen. Dann solltest du, wenn möglich, darauf achten, dass eine gewisse gleiche Proportion entsteht. Mhm. Also, dass der Balken gleichmäßig zum Beispiel auseinandergeht, nicht mal so auseinander, sondern wieder zurück in den Kram. Kannst du es dann ganz gemütlich machen. Mhm. Und wenn du Balken konstruierst, also dann setzt dir mal eine Vorstellung im Kopf, zum Beispiel, wenn du diesen E-Balken konstruierst, dass du oben zu, oder ein C, dass du zum Beispiel ihn zumachst und dann einen Strich ziehst, einen runden Strich. Angefangen hatte alles in den 70er Jahren in New York. Die Subway. Schwarze und puerto-ricanische Kids aus den Ghettos probten ihren Aufstand der Zeichen gegen eine Welt der Anonymität. In New York ist Graffiti mittlerweile so gut wie tot. Anders in Frankfurt. Die Szene lebt. Sprüher, die anonym bleiben möchten. Nun ja, also angefangen hat es durch Freunde, auch durch Filme aus Amerika, wie zum Beispiel Wildstyle oder so. Also wir haben halt damals angefangen, irgendwie unseren Gruppennamen irgendwo hinzuschreiben, halt da, wo wir halt gewohnt haben, in unserem Viertel halt. Und nachdem es halt aufgefallen ist und jeder uns halt gekannt hat, haben wir angefangen mit Einzelnamen. Und langsam kam halt irgendwie auch auf Graffiti. Also wir hatten furchtbaren Schiss, also wir hatten mindestens 6 Scouts dabei, also Scouts, das heißt Aufpasser. Und die waren rundherum um mich halt verteilt und so und haben halt aufgepasst. Es fing in der Schule an. Ich habe auf einem Blatt rumgekritzelt und dann ein Edding mal genommen. Da habe ich mir gesagt, boah, jetzt gehe ich an die Wand und egal, wenn sie mich erwischen, dann ist es mir scheißegal, und halt die ganze Frust abgebaut dadurch. Dann fing ich 89 an zu malen. Ich habe ersten Sachen gemalt. Illegal natürlich. Ja, das ist halt ein anderes Feeling. Man sieht halt, dass man auch erwischt werden kann. Für die war das einfach nur ein Fall.
Die haben mich abgefertigt, haben mal die Hausdurchsuchung gemacht und das war's dann. Wieso sollte ich aufhören? Man wurde halt mal erwischt, aber das heißt nun eigentlich, dass man verloren hat. Eine Schlacht wurde gewonnen, okay, für die andere Partei, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Kriegserklärung an die schöne Welt des Establishments mit Tags und Comicfiguren gegen Raffgier, Macht, Luxus und Eigentum. Im Farbenladen, Paradies eines jeden Graffiti-Besessenen. Sprühdosen sind teuer. Sprayer haben in der Regel wenig Geld. Tagsüber hart arbeiten, um nächtlings mit der Dose loszuziehen, gehört gewöhnlich nicht zum Lebensstil der Sprayer. Woher also nehmen? Meist bleiben von Auftragsarbeiten an Häusern oder für die Werbung Farbdosen übrig. Kaufen auch. Und sonst? Die eine oder andere Dose wandert schon mal am Ladentisch vorbei. Großeinkauf fürs Schulprojekt. Graffiti legal, Projekt Nummer 1. Sprühtermin in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Die Milchbar soll bunter werden. Gasmasken gegen die gefährlichen Lösungsmittel aus der Dose. Auf Wunsch der Schüler, Landschaft mit Sonnenuntergang. Und ein Zitat von Nietzsche. Direktor zu den Zielen des Graffiti-Projekts. Da geht es darum, Schule eben angenehm zu gestalten, aber ein Projektcharakter, der Projektcharakter insgesamt ist es, der mich persönlich so begeistert. Die Schüler waren ja hier, diese Gruppe, eingebunden, schon vom Anfang an, der Planung her, die Finanzierung, wie wird es gemacht, wo wird es gemacht, Entwürfe zu gestalten. Das, denke ich, ist der klassische gute Unterricht schlechthin. Öffnung von Schule auch ein Stück weit nach außen. Es sieht irgendwie gut aus. Meine Bilder sagen auch irgendwie etwas aus. Was denn? Ja, das hängt von den Bildern ab. Halt. Zum Beispiel das Bild da hinten an der Wand, zum Beispiel gegen Rassismus oder so. Das Schwert, die Kette zerbricht. Also das sagt irgendwas aus. Ich weiß, warum es wenige Mädchen machen. Also ich finde es schön. Wollt ihr das denn jetzt hier so nur an der Schule machen oder wollt ihr das weitermachen in den nächsten Wochen oder so? Hier in der Schule wollen wir schon, also halt fertig machen und so. Aber ich meine, draußen jetzt so halt weiter sprühen. Okay, wenn sich mal die Gelegenheit bietet, mal wieder bei sowas mitzumachen, ja, aber ich meine halt so. Warum hast du denn diese Graffiti-Geschichte überhaupt gewählt? Ja, weil man darum, also damit Message rüberbringen kann, die also die Kinder ansprechen und trotzdem auch was bedeuten. Und wenn man einfach nur ein Bild hinmalt, die meisten Kinder spricht es einfach nicht an, weil wir haben halt noch also viele jüngere Kinder in der Schule, 5., 6. Klasse. Und vielleicht auch gerade das eben gehen, ja. Und was heißt Message? Was für eine Message willst du denn verbreiten? Zum Beispiel hinten habe ich Respect Each Other hingeschrieben oder halt Peace-Zeichen und so ein Zeug halt verstehen und zusammenleben, dass sie in der Gruppe, also lernen schon in der Schule, dass sie in der Gruppe leben und also sich verstehen und zusammenleben und nicht sich bekennen oder so. Und was halten die Profis von der Frankfurter Initiative? Es wird viel gesprüht in Frankfurt und das auch irgendwo zu kanalisieren versuchen mit solchen kleinen Sachen. Die Sprüher oder die Leute, die halt probieren zu sprühen, einzuengen, also ihnen schon mal einen Weg zu weisen. Aber das ist nicht möglich, weil das ist Graffiti-Sprühen ist frei. Oh, was ich aussagen will. Ich will eigentlich nur Farbe. Farbe. Einfach Farbe auftragen. Einfach malen. Ja, ich will Freiheit. Einfach Freiheit aussagen. Wie man sich fühlt, was man machen will und wie man sich die Welt vorstellt.
wenn man unterdrückt wird. Wie findest du dieses Projekt jetzt hier, dieses Schulprojekt in Frankfurt? Das Projekt finde ich sehr positiv. Ich weiß nicht, man lernt andere Leute kennen und die lernen halt unsere Kunst kennen. Man, dann ist es nicht mehr die Kunst, die so kriminell ist, sondern es ist Kunst, die was aussagt. Den Schülern geht es bei Dose nicht unumstritten, denn Treibgase gefährden bekanntlich den Ozongürtel des Planeten. Laut Hersteller sind die Farbdosen wenigstens FCKW-frei. Kannst ruhig ein bisschen unsauber werden. Das machst du eben genau hier, dass du eben so das Schwarz von einer Seite eben annebelst. Die Schüler, die ich jetzt hier benannt habe, bei denen hatte ich letztes Jahr Kunstunterricht und wir haben Wandbemalung gemacht in einem Projekt und da wollten sie unbedingt Graffiti. Und ich habe es nicht erlaubt, logischerweise mit Sprühdosen und so. Und warum logischerweise? Naja, wegen Gesundheitsaspekten. Also zu sprühen ist einfach sowieso in den Räumen sehr gefährlich wegen Lösungsmitteln und so. Und dann ist auch Umwelt. Naja. Auf jeden Fall wollte ich das auch nicht. Ich kann es auch nicht und ich stehe nicht so hundertprozentig hinter der ganzen Aktion. Aber als jetzt von der Stadt es kam, habe ich gedacht, warum sollte ich das den Schülern nicht ermöglichen? Es ist ihre Zeit, es ist ihre Kultur, sie finden es toll, sie finden es spannend. Und da habe ich mich halt dahinter geklemmt. Und wir haben viel Spaß an Kunst und so. Es wurde uns angeboten durch die Frau Wernerherz halt. Haben wir das auch mitgemacht. Hast du schon gemerkt, ist das schwierig so, diese ganze Geschichte für dich? Also bis jetzt noch nicht so. Ungewohnt. Ja. Also mit Lineal und allem geht es einfach als frei aus der Hand. Was gefällt dir denn so an Graffiti? Ah ja, das, wie soll ich sagen, das ist modern, jeder mag es. Und auch irgendwie, wie man diesen Dosen, ein Bild irgendwie an die Wand malt, das ist einfach schön. So mit der Umwelt hast du da keine Probleme? Nee. Was gefällt dir denn daran? Also, dass ein bisschen mehr Farbe in der Schule kommt. Nicht immer diese langweiligen dunklen Farben oder hellen Farben, das ist ja dann ab und zu langweilig. Mhm. Und dieses Sprühen, gefällt dir das besonders, oder? Ja, das macht eigentlich Spaß, wenn man es privat macht so. Macht schon Spaß. Und es sieht gut aus. Hast du das denn auch schon gemacht? Ja, ich habe es auch schon mal ausprobiert mit Freunden und so. Wo denn? Ja, an so einer Brücke. Da hat man so eine Erlaubnis gekriegt und dann haben wir ein bisschen gesprüht. Also ich bin von der Stadt gefragt worden, ob ich das machen würde. Schätzungsweise aus einem Grund, dass wir von der Straße eben wegkommen, eben von den Zügen und von den Wänden. Andererseits eben züchten wir dadurch neue Sprühe und wecken ein neues Interessengebiet für die Leute, die sich vielleicht sonst irgendwie auf der Straße irgendwie rumgammeln würden oder meinetwegen sich gegenseitig kaputt schlagen würden. Das war auch schon die Frage in den Konferenzen, dass man gesagt hat, wie kann man etwas fördern, was auf der anderen Seite wirklich Schmiererei ist und auch zerstört. Auf der anderen Seite denke ich, die Kinder, die das weitermachen werden und wild sprühen, die würden es auch machen, ohne dass wir das hier machen. Operation Graffiti illegal. Im Schutz der Nacht kommen die Sprüher. Der Platz schon am Tage ausgemacht. Die Aktion läuft nach Plan. Erwischen lässt man sich besser nicht. Die Reinigungskosten für illegales Sprühen können teuer werden. Aus rechtlichen Gründen haben wir die Szene für die Kamera gestellt. Und das ist Graffiti. Schriften und Bilder, Wandtätowierungen, Angriff aufs Eigentum, Revier abstecken, Spuren hinterlassen in namenlosem Beton, Botschaften aus dem Untergrund der Szene. Es ist schon eine große Familie. Es sind eigentlich alles Leute in meinem Alter und sie haben alle ein Interesse. Und
Und sie wollen auch ein Leben führen, nämlich ihr Leben. Und insofern fühlt sich jeder da drin irgendwo geborgen. Das ist irgendwie schon eine Rebellion von innen. Also irgendwo, ich weiß, es hört sich zwar ein bisschen dumm an, aber irgendwo sehe ich die Person Sprüher schon irgendwie als jemanden, der ein Schwert in der Hand gegen überhaupt Waffen des Systems. Ja. Illegal malen tue ich nur für mich und meine Freunde oder für die Sprüher-Szene oder für was weiß ich auch. Aber und legal eigentlich mehr so gegen die Gesellschaft, also ich weiß nicht, obwohl es illegal das Eigentum der Gesellschaft ist. Je heißer die Aktion, je unzugänglicher der Ort, umso größer Ruhm und Anerkennung in der Szene. Dafür riskieren Graffiti-Künstler Kopf und Kragen. Das Traumobjekt, U- und S-Bahnzüge mit Graffiti zu bomben, möglichst alle zur gleichen Zeit. Doch die Bahnpolizei passt auf. Interviewtermin für die Sprayer Helge und Christian beim ehemaligen Leiter der Graffiti-Sonderkommission. Seine Abteilung besitzt eine der besten Fotosammlungen von Graffiti in der Bundesrepublik. Drehen durften wir sie nicht. Als was sehen Sie Graffiti? Als was ich Graffiti sehe? Ich sehe Graffiti teilweise als Kunst und sehe Graffiti teilweise als Sachbeschädigung. Warum dagegen dann eine Soko? Die Soko auf Bahngebiet speziell ist entstanden Ende der 80er Jahre, als diese Sachbeschädigung auf Bahngebiet und an Zügen gravierend zugenommen hat. Und die Deutsche Bundesbahn gesagt hat, diese Sachbeschädigungen können wir nicht länger dulden, wir müssen etwas dagegen unternehmen. Die Problematik ist die, dass einfach die Deutsche Bundesbahn aufgrund der Gefährlichkeit ihres Daseins niemanden auf Bahngebiet oder das Betreten des Bahngebietes regeln muss. Es sind auch hier versicherungstechnische Probleme. Warum glauben Sie eigentlich, dass Jugendliche DB-Züge und Wände besprühen? Die Geschichte sagt dazu, Jugendliche Frust, den Frust nach außen bringen. Die Gesellschaft der heutigen Zeit hat hier etwas geschaffen, Beton, wo sie, die gerade Jugendliche in der Großstadt, nicht fertig werden. Und das ist also ein Schrei der Jugend an die Öffentlichkeit, zu sagen, ihr habt ja etwas geschaffen, wo wir eigentlich nicht fertig werden. So sagt die Geschichte. Ich kann also wesentlich dazu nicht mehr sagen, weil mir fehlt eigentlich ein anderer Dialog, den ich also mit den Jugendlichen geführt habe. Es hieß also immer wieder, wir haben Frust, wir möchten raus oder wir möchten der Gesellschaft irgendwas mit andeuten. Nur, du schaffst dir eine Welt, die es gar nicht gibt. Die gibt es einfach nicht. Die gibt es nicht. Die mag zwar schön sein, da musst du dir eine Insel kaufen da unten, da wirst du da König. Ja, die vielleicht, ja, kaufen. Kauf dir eine Insel, dann schaffst du alles ab, danach ist ja, er muss sich sein Stück Freiheit auch wieder kaufen. Richtig, ne? Also kaufen. Man muss es sich immer kaufen. Komisch. Es gibt keine Freiheit. The late, great, great, great black man, black man, black man, black man. Black man, black man, will you stand, or can you stand to repeat the mission? Die Waschanlage der Deutschen Bundesbahn. Bis vor kurzem der Schreckensort für jeden Sprayer. Mit Hilfe von Chemikalien wurden hier die bunten Bilder von den Zügen gelöscht. Zurzeit bleiben sie dran, aus ökologischen Gründen. Die Bahn muss erst eine Farbscheideanlage einrichten, um die Lösungsmittel aufzufangen. Kostenpunkt 3 bis 500.000 Mark. Also Schonzeit für Graffiti. Irgendwann werden dann wieder alle Züge als reine Werbeträger durch die Stadt fahren. Schade, oder? Graffiti legal, Projekt Nummer 3. Außenwand der Bonifatius Grundschule. Die Schüler haben sich ein großes Wandbild gewünscht. Und die angeblich besten Sprayer der Mainmetropole sind angetreten. Robin und Helge. Gigantentreffen sozusagen. Die Graffiti-Kultur lebt von Wettkampf und Konkurrenz. Ein Überbleibsel aus den Ghettos amerikanischer Metropolen. Der echte Sprüher will auch der Beste sein. Öffentlich gibt man das freilich nicht immer zu. Im Wettbewerb kann man das nämlich nicht nennen. Also wir wollen versuchen halt zusammen halt in Absprachen ein Bild zu malen.
Aber es geht doch immer bei den Sprayern auch um, wer der Bessere ist. Ja, schon. Also, aber hier ist es mehr so oberflächlich. Also, wir versuchen schon zusammen ein zusammenhängendes Bild zu malen. Halt auch bandmäßig fair aufzuteilen. Auch wenn das jetzt hier eine Zusammenarbeit ist, sehe ich es immer auch als Wettbewerb. Also, es ist so. Woher kommt denn dieses Konkurrenzdenken? Das ist ja so wie in der üblichen Gesellschaft auch. Ich glaube, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also, das ist eigentlich nichts anderes. Das Graffiti ist eine kleine Welt für sich. Da existieren Moden, genau wie im großen Bereich auch. Und da gibt es genau den gleichen Wettkampf eben. Es existieren Stile. Die Idee zum Bild haben sich Schüler der 4. Klasse nach einer Umfrage in ihrer Schule ausgedacht. Aufruf und Mahnung gegen die Zerstörung der Welt. Jeder wollte von unserer Klasse, ja, dass da so eine Weltkugel, dass es auch zu dem Schulfest passt, dass wir so eine Weltkugel machen und dass da so ein, so welche Kinder drüber sind und die Hände anfassen. Kinder der Welt und die Zukunft des blauen Planeten. Futura is my name, and I say graffiti. It's where I got my fame, but it's not my fame that I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. Yeah, it's just a little tune about graffiti. Graffiti, hin und her gerissen zwischen Hoffnung, Spaß und Endzeitstimmung. Maschinenteile im Bauch des Wals. Für die Kinder ein Symbol des Überlebens. It started for me back in 72. I really wasn't sure what I wanted to do. I saw names everywhere, style, color, and flair. I knew I had to join in. I knew my answer was there. There was Tacky being tacky with his dry mark pen, and he was writing his name way back then. Frank 207, SJK, cover 144, and the UGA. Graffiti is a thing that's kind of hard to explain. It's not just running around spray painting your name. It starts as a game, can't stay the same. Dedication makes you put it in a different frame. Joe 136. And there were writers in the past who I bet if you ask would say graffiti cannot last. But they crossed that rail and they blazed that trail. It's because of them that I won't fail. You know, they jumped that fence, they crossed that track. And it's because of them that I can never be the whack. And you know that. There's a side that's good and there's a side that's bad, and on the inside, graffiti's always have that individual desire.